Für den Ministerpräsidenten Markus Söder war es ein wohl denkbar schwerer Gang, mitten in diesem Wahlkampf 2018. Gute 3,5 Stunden musste Söder dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort um den Verkauf der GBW-Wohnungen stehen. Hey, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es wäre völlig verunverantwortlich gewesen, noch einmal solche Risiken einzugehen, wie man es in der Vorgängerzeit gemacht hatte, damals, als die Risiken entstanden sind. Wir haben seriös geprüft, wir haben seriös abgewogen und es war ganz klar, dass die einzige Option, die es dann gegeben hatte, eben genau die Vorgaben war zu erfüllen. Und deswegen, ja, war das de facto ein Verbot. Wenn ich Ihnen jetzt erlaube, aus dem 15. Stock zu springen, ja, dann sagen Sie, ja, es ist möglich, aber wenn es unten ankommen, werden Sie wenig Freude haben. Und genauso war das also auch hier mit dieser Materie. Es war de facto nicht möglich, ein anderes Ergebnis zu erzielen aufgrund der Vorgaben der EU-Kommission. Im Kreuzverhör der Opposition musste er sich immer wieder zu zwei wesentlichen Fragen äußern. Hätte er die Wohnungen kaufen können und wäre es möglich gewesen, mehr zu tun? Niemand hat sich mehr in die ganze Materie hineingesteigert als der Ministerpräsident Söder, seinerzeit als Finanzminister. Das sehen Sie an den zahlreichen Terminen, die er wahrgenommen hat, an den zahlreichen Telefonaten, die er wahrgenommen hat. König, der Untersuchungsausschussvorsitzende und CSU-Abgeordnete, hörte genau hin, wie die Opposition die Sitzung wahrnahm. Ja, aber ich hätte schon ganz gern gehört, hat er sich tatsächlich dafür eingesetzt bei der EU-Kommission und wie, dass der Freistaat Bayern die GBW AG erwerben kann. Da war heute kein Wort die Rede, hat er sich um die Aussagen herumgedrückt und hat Fragen einfach nicht beantwortet. Das Fazit sieht so aus, dass der Freistaat die Bank, die Rettung der Bank über alles andere gestellt hat, dann das politische Dynamit dieser 33.000 Wohnungen in Bayern unterschätzt hat, das versucht hat, über eine sogenannte XXL Mieterschutzcharta zu heilen, um sozusagen seiner Verantwortung noch gerecht zu werden. Aber wie gesagt, also der Kauf war, glaube ich oder glauben wir, nie ein Thema bei der Staatsregierung, sondern es war immer klar, das wollen wir nicht. Söder blieb heute dabei. Ein de faktisches Verbot machte den Kauf der 33.000 GBW-Wohnungen von der Bayern LB schlichtweg nicht möglich. Es drängt sich schon der Eindruck auf, dass der bevorstehende Landtagswahlkampf sozusagen noch ein bisschen die Motivation ist, alle Themen aufzuwärmen, die man da hat. Es bleibt aber dabei, die Wohnungen stehen heute noch, die GBW ist der gleiche Vermieter wie früher. Und ich finde es manchmal schade, wenn dann versucht wird, erkennbare Fakten, die jetzt auch in der heutigen Sitzung, jedenfalls wie ich es erlebt habe, sich bestätigt haben durch schriftliche Unterlagen, wenn man die halt unterschiedlich interpretiert. Aber Mai ist halt Wahlkampf. Und bis zu eben jener Wahl am 14. Oktober muss der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben.